Das ist die Babsi Zangerl, 29 Jahre, aus Strängen in Tirol, Profikletterin. Das ist die Anna Stör, gebürtige Romerin, noch nicht 30. Und ist die stärkste Frau, die ich kenne. Japan ist für mich ein ganz spannendes Land, weil die Japaner schon ein bisschen anders ticken als die Österreicher. Ja, ich glaube, es ist ganz schwer zu sagen, was das japanische Team jetzt wirklich ausmacht. Ich denke, es ist ganz sicher eine Vielzahl an Faktoren, die einfach gerade perfekt zusammenspielen, die das Team zurzeit sicher, also bouldertechnisch, ganz, ganz stark machen. Auf der einen Seite ist es so, dass es in Tokio an die 100 Kletterhallen gibt. Das sind hauptsächlich Boulderhallen, wo wirklich ganz vielseitig geschraubt wird, auch auf Weltcup-Niveau. Das heißt, die Athleten können da wirklich super trainieren. For me, competition climbing is one part of climbing. When I was 16, I was able to travel to China for a World Cup. And through competition climbing, I actually got to know the world. Derzeit ist Klettern für mich wirklich Beruf und Hobby zugleich. Also, und Leidenschaft natürlich. Und für mich ist es Klettern so speziell, weil es so vielseitig ist. Also selbst beim Bouldern allein hat man nie die gleiche Bewegung, wie es alles immer anders. Und man muss sich da ja, damit abfinden und kann selber so seine Grenzen ein bisschen ausloten. Die unendliche Geschichte ist eine Route vom Beat Kammerlander, 12 Seillängen durch. Und ich glaube, der Film geht hauptsächlich um die Thematik, wie halt zwei Frauen gemeinsam so ein Projekt versuchen. Die berühmt-berüchtigen Beat Kammerlander-Routen sind ein bisschen speziell eingebaut. In seiner Optik ist es einfach, wenn du 8er plus drauf hast, aber dann kannst du 7a mit geschlossenen Augen klettern. Scheiße! Die erste schwierige Seillänge war ganz speziell für das Retikon, weil sie ist überhängend und hat einen Riss. Und das war schon mal recht cool. Mir taugt es einfach, mich selber überwinden zu müssen. Also wenn man in die Situationen kommt, wo man Angst hat, wo man sich nicht wohlfühlt. Das sind eigentlich intensive Erlebnisse, die man hat. Vom Felsklettern ist es so, dass wahrscheinlich eine Frau, die wo irgendwelche Alpintouren macht oder irgendetwas, das wo eher ein bisschen auf der wilderen Seite ist, dass das sogar mehr Aufmerksamkeit kriegt als wir. Bei ja, damals, wo ich Klettern angefangen habe, war es bestimmt so, dass in der Trainingsgruppe hauptsächlich Jungs oder mehr Jungs waren als Mädels. Aber ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie man damit umgeht. Also bei mir in der Familie war es zum Beispiel immer so, dass die Mädels alles machen. Ich glaube, wenn mehrere Mädels probieren würden, irgendeine Alpintour zum Klettern oder irgendwas, oder ein Pickwall zum Schlafen, keine Ahnung. Nachher würde es auch ganz viele taugen und es würden auch ganz, ganz viele dran hängen bleiben. Hin und wieder denke ich mir schon, ich war so gern so cool wie die Babsi. So mutig und so echt. Das ist sicher ein Riesenvorbild für Frauen, weil sie einfach so locker, mutig und ehrlich an die Sache rangeht. Und ich da gern so gut hupfen können wie die Anna. Und so stark sein.
Bist du in St. Anton? Ja. Kommst du auch vorbei? Schauspieltalent null. Wurscht. Das haben sie gecheckt. Das haben sie sicher gecheckt.